Das DLR-Projekt City ATM kümmert sich um die Integration von unbemannten Luftfahrzeugen im urbanen Umfeld. Heute befinden wir uns am Flughafen Kochstedt und führen die Demonstration der Phase 3 durch. Wir fliegen heute mit unserer Forschungsdrohne DexHawk. Normalerweise planen wir den Flugweg des DexHawk aus der Bodenkontrollstation heraus. Was jetzt neu ist an dem heutigen Tag, ist, dass wir diese ganze Funktionalität auch an Bord der Drohne gebracht haben. Und jetzt auch bordautonom kann die Drohne selbstständig in diesem dichten Verkehrsfeld unterwegs sein. Kochstedt Info, wir würden jetzt gerne anfangen. In unserem heutigen Versuch starten wir mehrere Drohnen, um Konflikte zu erzeugen und dann zu testen, ob sie sich gegenseitig erkennen und stehen bleiben oder ausweichen. Die Drohnen senden die Positionsdaten, wie alle anderen Flugobjekte in Deutschland, zur deutschen Flugsicherung. Dort wird der gesamte Flugverkehr gesammelt und unsere Bodenstation empfängt die Daten wieder und kann die Daten weiter an die Drohne senden. Unsere Testdrohne empfängt die Positionsdaten und weiß somit, wo alle anderen Drohnen im Umfeld sind und kann entsprechend ausweichen. Für den nächsten Versuch haben wir nicht genügend Drohnen. Deswegen simulieren wir Drohnen in einem bestimmten Simulator. Dieser sendet die Positionsdaten der virtuellen Drohnen auch zur deutschen Flugsicherung. Die weiß gar nicht, dass das virtuelle Drohnen sind, sondern es wird behandelt wie normale Drohnen. Somit haben wir eine höhere Verkehrsdichte und können mehr Konflikte erzeugen. Da die Drohne ihren eigenen Flugweg und auch die der anderen Verkehrsteilnehmer im Voraus berechnen kann, kann sie gefährliche Situationen im Voraus erkennen und auch entsprechend frühzeitig sicher und effizient vermeiden. Was machen wir bei Hindernissen, die uns nicht ausweichen können? Gebäude, Bäume, Fahnenmäste, die auch von sich aus sozusagen keine Positionsmeldung machen. Die muss ich ja irgendwie entdecken. Dazu benutzen wir LIDAR-Sensoren. LIDAR-Sensoren sind im Prinzip Laserentfernungsmesser. Damit kann ich solche Objekte dann eben auch detektieren und in einem 3D-Bild veranschaulichen und die Position in meine Karte eintragen. Wenn die Drohne mit den LIDAR-Sensoren das Objekt erkannt hat, dann kann sie entsprechend auch diesem Objekt ausweichen. Mit Phase 3 haben wir jetzt gezeigt, dass die Drohne sehr effizient in einem dichten Luftraum sich selbst bewegen kann. Mit dem Abschluss des Projekts City ATM haben wir verschiedene Konzepte aufgezeigt, die in Zukunft natürlich auch von anderen Initiativen gerne genutzt werden können und dabei helfen werden, den Verkehr von Drohnen sicher und effizient zu integrieren.